Kurz ein paar Worte zum Projekt, zur Einleitung. Das KraftOR-Projekt, KraftOR steht für Creating a Robust, Accessible Federated Technology for Open Access. Kurzer Verweis auf die Projektwebseite, da gibt es viele Neuigkeiten, Informationsveranstaltungen. Es gibt den Blog da und natürlich sind auch da die ganzen Deliverables verlinkt, also die Zwischenergebnisse bzw. Teilergebnisse. Das Projekt ist gefördert von der Europäischen Union mit ungefähr 5 Millionen Euro. Die Laufzeit ist 3 Jahre. Wir haben Anfang 2023 angefangen und es geht noch bis Ende 2025. Es sind 23 ProjektpartnerInnen aus 14 verschiedenen europäischen Ländern. Ich lese sie jetzt nicht alle vor, aber ich habe sie mal hier aufgeschrieben, damit ihr und euch da seht, was da für eine große Bandbreite auch vertreten ist. Es gibt 2 andere europäisch oder von der Europäischen Union geförderte Projekte, das Diamas und das Palomera-Projekt. Beide Projekte sind sehr eng mit der KraftOR auch verwoben. KraftOR hat 8 Arbeitspakete, will ich jetzt gar nicht genau darauf eingehen. Ergebnisse aus einem Teil der Softwareentwicklung, da läuft relativ viel für OJS, wird morgen Dulip Vitanagi präsentieren. Was anderes hören wir jetzt im nächsten Vortrag auch schon so ein bisschen. Genau, ganz wichtig beim KraftOR-Projekt ist, da geht es wirklich um den Fokus auf die technischen Aspekte. Also es geht nicht um diese ganzen herausgeberischen Sachen, das ist eher im Diamas-Projekt gefasst, sondern wirklich vor allen Dingen um die technischen Projekte. Ich habe ja schon gesagt, ich stelle hauptsächlich Ergebnisse von Arbeitspaket 3 vor. In Arbeitspaket 3 sind 14 ProjektpartnerInnen. Es wird geleitet vom Directory of Open Access Journals. Und Clara Amengu ist auch eine Co-Autorin von diesem Vortrag hier, genauso wie Michael Larkso von der Federation of Finnish Learned Societies. Das Arbeitspaket hat 3 Aufgabenbereiche. Das erste ist, war die Entwicklung eines Interoperabilitätsrahmens für Open Access-Veröffentlichungen. Das zweite beschäftigte sich mit der Identifizierung von Herausforderungen und Lücken bei der Implementierung und Einhaltung dieser technischen Standards. Und beim dritten, was jetzt aktuell quasi läuft, geht es um die Entwicklung von Schulungsmaterialien, um diese Einführung oder Umsetzung dieser Standards halt zu vereinfachen oder ermöglichen. Genau, ich sage schon, die 2 ersten Arbeitsbereiche laufen schon noch weiter, aber die Ergebnisse sind bereits veröffentlicht. Die ganz finale, von der EU auch akzeptierte Version wird in den nächsten Wochen kommen, aber da hat sich inhaltlich nichts dran verändert. Das erste war, wie gesagt, ein Bericht zur Entwicklung dieses sogenannten Interoperabilitätsrahmens. Dabei war es aber eigentlich, muss man sagen, eine Analyse verschiedener Dokumente bzw. Richtlinien zu Standards und Best Practices. Und wir haben versucht, möglichst viele verschiedene Perspektiven einzubeziehen, also sowohl von Datenbanken, hier quasi stellvertretend das Directory of Open Access Journals und OpenAIR als wichtige europäische Infrastruktur. Forschungsförderer Plan S hat sich dann natürlich angeboten. Der europäische Rahmen, also diese 3 Projekte sind im Rahmen der European Open Science Cloud gefördert und deswegen war das auch richtig, das quasi so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Und wir haben auch einen quasi neuen, sich am entwickelnden Standard einbezogen, der mittlerweile in den gestern schon oft ja mal erwähnten Diamond Open Access Standard geworden ist. Wir haben uns aber auf eine Vorversion bei unserer Analyse bezogen. Und wichtig in diesem ersten Report, und das ist auch irgendwie so der gute Brücke zu dieser Session, wir haben versucht, wirklich diese Standards und Best Practices, die wir da gefunden haben, zusammenzufassen und zu kopieren anhand der FAIR Principles. Die kommen natürlich aus der Datenwelt. Nichtsdestotrotz gibt es viele Parallelen zur Publikationswelt und viele von diesen Funktionalitäten, die da gefordert sind, sind ja auch für Open Access Veröffentlichung wirklich essentiell. Wir haben, wie gesagt, dann erstmal versucht, also sind erstmal die genannten Dokumentationen oder Richtlinien durchgegangen und haben das dann so kopiert. Das sind in diesem Bericht, der auch nachnutzbar für diverse Zielgruppen sein soll, natürlich besonders für Diamond Open Access Zeitschriften an Institutionen,
haben wir diese Richtlinien und Best Practices oder Good Practices des wissenschaftlichen Publizierens dann gruppiert entlang dieser FAIR Principles. Und ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Screenshots reingepackt, würde aber jetzt auch noch kurz ein paar Beispiele nennen. Findability, das erste der FAIR-Prinzipien. Da haben wir gesagt, zum Beispiel Artikel-PIDs sind super wichtig, um Sachen wirklich gut auffinden zu können. Tauchen in verschiedenen von diesen Richtlinien auf, zum Beispiel beim Plan S oder dem DOJ-Ziel. Dass es PIDs für Artikel geben muss und auch, also neben DOI sind da auch andere genannt, also es ist durchaus ein bisschen Flexibilität da. Was Accessibility anbelangt, haben wir gesagt, zum Beispiel in den Open Air Guidelines findet sich die Vorgabe, der Standort der Datei, also quasi die Location vom Artikel, die muss klar definiert sein. Klar, sonst haben vor allen Dingen Maschinen erhebliche Schwierigkeiten, irgendwelche Inhalte zu finden, wenn das nicht gegeben ist. Was Interoperability anbelangt, ist so ein Beispiel, also ein Kriterium, was wir da einsortiert haben, dass Menschen- und maschinenlesbare Informationen zu Open Access-Status, Lizenzinformationen, Urheberrecht da auffindbar sind. Ne? Weil wenn das gegeben ist, kann auch so eine Interoperabilität gewährleistet werden. Und bei Reusability ein Beispiel ist zum Beispiel, dass maschinenlesbarer Volltext in JATS oder TEI-Format vorliegt, weil das natürlich die Nachnutzbarkeit nicht nur für Menschen, sondern halt auch für Maschinen erheblich erhöht. Wir haben aber auch festgestellt, dass nicht alles, was wir in diesen Dokumentationen gefunden haben, sich wirklich in diese Kategorien super einsortieren lässt, beziehungsweise auch, dass viele von diesen Kriterien nicht nur zu einem von den FAIR Principles passen. Und um aber auch die Aspekte zu repräsentieren, die nicht in dieses Schema passen, haben wir quasi in dem Bericht auch noch eine Kategorie quasi nicht zu sortierbarer Standards. Da ist zum Beispiel ein Beispiel gewesen, in einem von diesen Dokumenten wurde gefordert, was auch wirklich sehr wichtig ist, dass Veröffentlichungsinfrastrukturen regelmäßig abgedatet werden, abgegradet werden, gegen Malware geschützt sind. Ja, aber das kann man jetzt nicht so super gut in diese FAIR Principles einsortieren. Wichtig für diesen Report, ich kann das nur empfehlen, ich habe hinten an die Präsentation auch eine Literaturliste angehängt, wo man die alle auch noch finden kann, ist auch dieser Report, der enthält ein paar Fallstudien zur Implementierung, also wie diese Standards, die wir gefunden haben, auch bei verschiedenen Plattformen umgesetzt sind. Der zweite Report basiert natürlich logischerweise ein bisschen auf den Ergebnissen des ersten. Und dabei ging es aber darum, zu identifizieren, welche Lücken eigentlich bei der Implementierung vorhanden sind. Dabei haben wir unterschiedliche Methoden verwandt. Wir haben einmal quantitative Analysen gemacht, wo wir verschiedene Datensätze aus dem DOJ genommen haben. Zum einen ein bisher noch nicht existenter Datensatz mit anonymisierten, abgelehnten Bewerbungen, dann das öffentliche Data-File und auch Artikel-Level-Daten, wobei wir die letzteren dann auch auf untergedampft haben auf Diamond. Außerdem Daten aus der Open Access Diamond Journal Study und aus dem DIA-MAS-Projekt, mittlerweile erschienen in den genannten Quellen, damals aber noch nicht veröffentlicht. Außerdem haben wir mal Literaturrecherche betrieben und uns auch damit beschäftigt, welche Standards sich mit verschiedenen Open-Source-Publikationssoftware-Lösungen gut umsetzen lassen. Das Ganze enthält jeweils eine Beschreibung des Standards, nochmal gesagt, wo das gefordert wird, was die Herausforderungen sind, wie gesagt, wie die Möglichkeiten zur Umsetzung in OJS, Janeway und Lodell ist. Lodell ist die Software, die unter Open Edition liegt, einem sehr großen französischen, vorwiegend Open Access Verlag. Es gibt zu jedem von diesen Standards Schlussfolgerungen und auch am Ende wiederum Fallstudien. Hier hat es einmal ein bisschen anders vorgegangen, haben ein bisschen anders gruppiert, aus den Erfahrungen raus, dass wir einfach so, als wir uns das unter diesem FAIR-Aspekt angeguckt haben, verschiedene Oberthemen gefunden haben, die dann ja, eigentlich so leitend sind. Das waren halt Identifier, neben dem bereits erwähnten Identifier auch ORCID, ROAR oder ISSN. Das war viel zu Metadaten, Schnittstellen, Exportmöglichkeiten.
wie gesagt, viel zu auch, wie werden Inhalte technisch dargestellt? Gibt es zum Beispiel Unterstützung für Text- und Data Mining? Gibt es eine vernünftige Langzeitarchivierung? Wie wird das umgesetzt? Und aber auch Website-Features, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, gibt es immer eine eigene URL für die Artikel, wird zu anderen Materialien wie Softwarecode oder Daten verlinkt. Genau, was da für uns so rausgekommen ist an so großen Linien quasi, war, dass wir das Gefühl hatten, dass die verschiedenen Quellen doch ganz gut belegen, dass das Bewusstsein für die Vorteile von solchen technischen Standards immer noch nicht so komplett durchgesetzt ist. Es ist ja mal wichtig zu sagen, dass Standards nicht nur für sich selber da sind, sondern gewisse Funktionalitäten für die Sichtbarkeit, für die Auffindbarkeit, für die Nachhaltigkeit auch beinhalten. Wir haben auch festgestellt, dass es wirklich schon zahlreiche Ressourcen zu dem Thema gibt. Es gibt zum Beispiel von PKP eine Dokumentation für OJS, wie mache ich meinen Journal dafür fit? Oder auch, wie setze ich am besten die Plan-S-Kriterien um, die ja dann schon viel davon abdecken würden. Aber nichtsdestotrotz sind bei sehr, sehr vielen Themen wirklich große Lücken noch da, was die Implementierung anbelangt, also basierend auf den Daten, die wir uns angeguckt haben. Wir haben auch festgestellt, dass einige der technischen Herausforderungen durch die Nichtnutzung moderner Publishing-Softwares entstehen. Also zum Beispiel, dass Leute ihre Journals auf WordPress betreiben und nicht halt auf OJS oder Janeway. Und ein wichtiger Knackpunkt, das ist ja auch schon, glaube ich, in verschiedenen Beiträgen auch schon angeklungen, ist halt wirklich, dass eine Ressourcenknappheit dafür ganz ursächlich ist. Sowohl was einfach eine nicht ausreichende Ausstattung mit personellen Ressourcen anbelangt, oder dass es halt, wir haben es gestern in einem Workshop auch so ein bisschen diskutiert, immer so ein bisschen nebenbei gemacht wird und das auch problematisch dafür ist. So, was machen wir jetzt damit? Wir haben halt, wie gesagt, versuchen jetzt Schulungsmaterialien zu entwickeln. Dabei geht es auch darum, nicht sämtliche Räder neu zu erfinden, sondern auch bestehende Ressourcen zu nutzen und einfach nochmal neue Zugänge dazu zu schaffen. Genau, wir haben jetzt in einem anderen Arbeitspaket das sogenannte Reusable Curriculum for Upskilling Trainings entwickelt, wo es quasi wie so einen Lehrplan gibt zu verschiedenen Themen, die diese Aspekte wiederum aufgreifen. Genau, in dem Arbeitspaket wird auch das Living Handbook entwickelt, wo dann quasi die Outcomes des Projekts nachhaltig zur Verfügung gestellt werden sollen. Im Moment ist das alles noch relativ dezentral, soll aber dann irgendwann so zentralisiert werden. Natürlich ist auch eine Absprache mit den Partnern, besonders mit der MAS, wo wir ja gleich auch noch was ein bisschen zu hören werden, sehr, sehr wichtig. So. Wir haben festgestellt, dass es den Wunsch nach mehr praktischen und detaillierten und anfängerfreundlichen Ressourcen gibt. Es ist so, dass verschiedene Formate innerhalb von dem Projekt ausprobiert werden, zu denen wir teilweise einfach nur beitragen oder teilweise sie auch von dem Arbeitspaket selber umsetzen. Es gab eine Summer School für Editoren bereits. Verschiedene Projektpartnerinnen haben in ihren lokalen Kontexten schon Workshops für Herausgeberinnen veranstaltet, zum Beispiel zum XML-Publishing mit der kroatischen Plattform Hrčak. Im Herbst gibt es dieses Open Craft or Tech Event. Wir haben ein Guidelines für das DIA-MAS-Projekt für diesen Diamond Open Access Standard mitgearbeitet. Gerade probieren wir so ein bisschen was Selbstlernkurse aus. Und es wird auch, um dieses FAIR-Thema nochmal zu bearbeiten, ein Verification Self-Assessment Toolkit geben, wo der Partner von der Universität Marseille quasi so ein Assessment für Publikationsplattformen entwickeln wird, wo die einfach sagen können, wie fair sind wir. Ups. Ja, vielen Dank.